Hey Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build am Spawn. Es ist recht wenig los. Nur 25 Spieler. Wow. Gut, es ist ja noch relativ warm und nächste Woche soll es nicht mehr so warm sein. Die genießen wahrscheinlich noch den Spätsommer, die letzten Sommertage. So, ihr seht schon, was hier abgeht. Ich habe viel Wolle, gelbe Wolle besonders und gelber gebrannter Ton. Und wir gehen einfach mal zum Haus. Ach ja, übrigens vorhin war hier ein bisschen was los. Und ich habe die Tür aufgemacht. Und da standen zwei. Ich habe die zwar gesehen, aber dass die so flink sind. Ruckzuck waren die hier drin. Und ich habe noch so geschrieben, Homepoints würde ich nicht setzen, weil da habe ich nämlich schon mal angefragt, ob nicht illegale Homepoints hier gelöscht werden können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist. Und dann hat er da direkt einen Warp reingesetzt und Werbung geschalten, kommt alle zu Warp Danger. Auf einmal war hier voll die Hölle los. Und dann habe ich noch gesagt, ja, da wurde gefragt, hast du das aufgenommen? Ich so, nee, schade. Dann hätte ich ja noch bessere Beweise als nur Screenshots. Und dann ging das so hin und her und dann, du kannst aber auch keinen Spaß verstehen, oder Danger? Ignorierst du mich jetzt? Und ich so, na, du hast mich doch auch ignoriert. Ich habe geschrieben, kein Homepoint setzen. Ich habe ja einen Warp gesetzt. Ne, ist ja noch schlimmer. Dann können ja die ganzen Leute dahin. Und also, so ging das ewig weiter. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, anscheinend kannst du keinen Spaß verstehen. Also ich kann ja hier auch mal nennen, den Rushcheck. Weil ich habe den die ganze Zeit veräppelt, dass ich jetzt hier die Admins eingeschalten habe. Und dann habe ich noch geschrieben, zum Glück war kein, es war leider gerade kein Mod online. Und King Julian hat keine Zeit. Und so Gelächter und dann ist er zufällig gerade runtergegangen, der King Julian. Das war einfach nur Zufall. Ich habe ihm gar nicht angeschrieben, deswegen. Und dann siehst du, er ist gerade gegangen, weil er gesagt hat, er muss noch was machen. Deswegen hat er keine Zeit. Das hat so gut gepasst, ey. Da war kurz ein bisschen Aufregung hier. Die dachten, wir greifen uns richtig an. Also im Chat unten. Und ja, war lustig. Ist aber alles gut. Also ich bin auch für solche Späße gern zu haben, wenn man das abends einmal macht. Was ich dann nicht leiden kann, ist, wenn Leute ihr Homepoint da setzen und den ganzen Tag in meinem Haus rumrennen. Das ist natürlich dann doof. Ja, und ihr seht, ich habe hier ein bisschen die Front geändert. Das ist jetzt alles aus gelben gebranntem Ton. Oder gelb gebranntem Ton, wenn man das so ausspricht. Ich habe hier jetzt auch die Farbe weggenommen an dieser Säule. Also vorher war ja gelbe Wolle da, aber ich glaube, das sieht besser aus noch so mit. Ich denke mal, ich setze da vielleicht sogar noch einen drauf. Bis hochziehen wollte ich es nicht, weil da hier diese Kante ist. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Ich habe die doch noch dabei. Komm, wir probieren das mal. Wie sieht denn das aus? Und dann geht's mal weiter. Dann zeige ich euch, wie ich hier noch vorangekommen bin. Zack. Und noch einer. Zack. So, was geht da ab? Blub. Zack, zack. Hui. Ich habe Gäste auf dem Dach. Wahrscheinlich ist es noch von vorhin. Deswegen sind die alle nicht am Spawn. Jetzt sind die auf meinem Dach. Hui! Ja, schön, hier wird geangelt. Ihr dürft hier eine Party machen. Aber das Haus bleibt leer. Und nichts kaputt machen. Ich habe keinen Bock auf Aufräumen. Na? Du auch. Ui. Ich könnte mich ja eigentlich sonnen, ne? Aber die Sonne ist weg. Oh, wann kommt das denn endlich mal, dass die Skyline bis hier rumgeht, da hinten? Mit denen mache ich keine Party. Hier sind noch drei Skyline-Grundstücke, vor allem hier ein sehr großes. Weil ich hätte schon gern. Wir haben ja hier echt das grüne Paradies. Das ist die geilste Nachbarschaft. Aber ich finde auch so cool, die Skyline hier hinten dann zu sehen. Das sieht man eben nicht ganz. Was hat man wem getan, hä? So, jetzt gucke ich mir das von unten nochmal an. Also ich bin schon froh, dass ich die Front komplett fertig habe. Und ohne Witz, Leute, ich habe auch die Zwischenlücken nicht ausgelassen.
Ja, so ist noch grüner. Ich denke, das lasse ich. Ich habe auch hier noch ein bisschen grün gesetzt. Oh, wächst das hier so rum? Das ist cool. Weil es ist ja hier direkt am großen Park und das Haus von Lenchen ist besonders grün. Das ist generell grün, allein die Fassade schon. Aber eigentlich haben ja alle Blumen. Aber hier ist eben der große Park, was es so ein bisschen besonders macht. So, und ich zeige euch das mal jetzt. Also auch hier habe ich die gelben Tonblöcke gesetzt. Und wir gehen mal um das Haus rum. Das war gestern Abend, habe ich das noch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da aufgeblieben bin. Ich habe halt nebenbei Musik gehört und das mache ich dann abends manchmal so zum Entspannen und spiele dann noch ein bisschen Minecraft. Das hat echt lang gebraucht. Ich war so oft auf der Farbenwelt und habe Ton geholt. Die Wand hat echt am meisten gebraucht. Das war viel. Da waren so viele Lücken drin. Ich habe vorhin die letzte Lücke. Da oben haben noch vier Blöcke gefehlt. Da war ich dann gestern Abend doch zu müde. Die habe ich vorhin erst noch gesetzt. So, und ich schaue mal jetzt rein auf die Etagen, um zu wissen, wo ich jetzt gerade weitermachen muss. Ich habe ja, na gut, anderthalb Stacks. Noch nicht mal. Hier unten ist alles fertig. Also wirklich, ich habe die kompletten Zwischenräume auch. Und selbst hier, ach so, gut, das sieht man von hinten sowieso, aber vielleicht zeige ich das einfach mal. Ich habe Hunger. Gib mir mal ein Steak. Vielleicht zeige ich das einfach mal hier. Den Block da sieht man ja gar nicht mehr, aber ich mag das nicht. Wenn ich das Wissen, dass da noch was drin ist, was da nicht reingehört, das ist. Nee. Ah ja, okay. Hier oben würde es dann weitergehen. Und was ich definitiv machen werde, ist dann auch hier hinter. Obwohl es nicht notwendig ist, man sieht es ja nicht. Und ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier in der auf dem Klo weiter. Weil ich habe auch angefangen, erst die Blöcke zu machen, wo irgendwas dran war. Also die Fackeln oder die Schilder. Ich glaube, die Schilder, das hat man sogar gesehen. Habe ich das in der Aufnahme gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. So, ich mach's mal jetzt bis hier, weil ich weiß nicht, wie. Obwohl, nee, die ganze Wand. Ich glaube nicht, dass ich die noch packe. Hä? Alter. Ich habe aus der Maus mal die Gewichte rausgenommen. Und seitdem geht die. Ich habe mir aber auch schon eine bestellt, eine neue, weil es ging irgendwann nicht mehr. Also diese Aufhänger und dann hat man diesen Windows-Sound gehört. Weil der USB nicht erkannt wurde. Irgendein Wackelkontakt. Bing. Und Fackel. So. So habe ich das halt auch bei den Schildern gemacht, erst da, wo die Fackeln sind, damit ich das später dann nicht alles neu. Nein! Wieso ist denn jetzt ein Neustart? Das finde ich voll doof. Mach mal die Tür zu. Es stinkt. Gut, dann sehen wir uns nach dem Neustart wieder. So Leute, da ich nicht weiß, wie lange das jetzt dauert mit dem Neustart, dachte ich mir, wir gehen einfach mit hier in die Lobby. Wurde empfohlen, in die Lobby oder in die Farmwelt zu wechseln. Ich gehe natürlich hier in die Lobby. Gibt ein fettes Feuerwerk. Wir können ja mal so ein bisschen Jump'n'Run machen. Ui. Ui, ui, ui. Alter. Ich krieg's nicht hin. Schubst mich bitte nicht. Ey, lass mich durch. Ich bin YouTuber. Lass mich Arzt. Ich muss durch. Ach. Wenn so viele sind, kann ich das nicht. Wenn ich alleine bin, kann ich das besser. Ach hier. Übrigens, warte mal. Der Hermann, der wollte mir gelben Ton geben. Und ich meinte, wenn es für die Front nicht ausreicht, dann kann er ihn mir gerne geben. Wo ist er denn hin? Ich dachte, er wäre nur irgendwie weggebackt, aber er ist wirklich weg. Gut, dann sage ich es ihm dann irgendwann nochmal. Was? Jetzt machen wir Jump'n'Run. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Ich glaube, das ist eine Übungssache, definitiv. Wenn ich jeden Tag Jump oder sagen wir mal Jump League oder sowas, wo auch harte Blöcke kommen, dann wird das besser. Ist ja generell bei Spielen.
Oh, es gibt mehrere. Hä? Die Bauwagen-Map, die kenne ich. Vulkan-Map kenne ich noch nicht. Aber ich spiele auch Bed Wars nicht so oft. Und die Kran. Ne, warte mal, die Kran-Map, die kenn ich, oder? Ja, die kenne ich mit dem Kran. Die ist nicht schlecht. Und ich kann ja mal auf noch was eingehen. Genau. Wo wir gerade bei dem Stichwort sind. Der Fabian Style 6 hat für Dinecraft gewotet. Ich sammle gerade extrem meine Coins. Ich habe 223 Coins. Man kann, ich weiß nicht, wie viel Coins man pro Vote bekommt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, pro Vote sind es 5 und man kann auf zwei Seiten voten, also pro Tag. Das heißt 10 Votes pro Tag. 10 Coins pro Tag. Aber wieso habe ich dann 223? Vielleicht gibt es auch manchmal weniger. War am Anfang von Minecraft so, da konnte man auch mal mehr gewinnen, aber eigentlich nicht weniger. Vielleicht habe ich auch einen Rechenfehler und laber gerade voll Scheiße. Jedenfalls sammle ich die Coins jetzt und rechne mir dann mal aus, wie viele Tage ich gebraucht habe. Und dann gucken wir mal zusammen. Ach, da ist er ja. Ton hat gereicht. Weil ich kann das euch nur raten, wenn ihr Geld braucht, einfach jeden Tag voten. Und ihr müsst dafür nicht mal auf den Server gehen. Das könnt ihr auch über das Forum machen. Dadurch bekommt ihr Coins, die ihr in Geld umwandeln könnt, und der Server bekommt ein Vote auf einen der beiden ja, Minecraft-Server-Seiten. Wobei, wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Wir lösen die Coins mal ein. Wieso gebe ich denn dann Coins ein? Ein Coin gleich 20 DM. Okay. 223. Das gab 4460 Deinmark. Das heißt, wenn man jetzt, ich glaube, ungefähr einen Monat habe ich das gemacht. Nicht jeden Tag, manchmal habe ich es auch nicht geschafft. Aber ich denke, oder 3 Wochen. 3 Wochen bis 4 Wochen. Und in dieser Zeit machst du 4.000 bis 5.000 Euro. Wahrscheinlich habe ich wirklich ein paar Tage ausgelassen. Das könnte deutlich mehr sein. Das heißt, 20.000 Euro Grundstück bekommst du, wenn du 4 Monate nicht einmal auf der City Build bist, sondern nur durch Coins. Das ist natürlich langweilig, aber theoretisch wäre das möglich. Gut, wir gucken mal, ob wir joinen können. Und es geht. Oder? Es geht. Ja, wir sind wieder hier. Ich mache mal die eben fertig. Oh, und fehle natürlich gleich. Ups, ne, die Schere. Ich habe heute 7 Folgen Uncraft World gezockt, also aufgenommen. Ich war so fertig danach. Das Spiel, das kann einen schaffen. Aber ohne Witz. In meinem Teich sind gute Fische. Das ist kein Teich, das ist ein Pool. Wer will denn in seinem Pool Fische haben? Also entweder man hat einen Teich oder einen Pool. Aber aus einem Teich einen Pool machen ist irgendwie ein bisschen eklig. Und Fische im Pool sind auch eklig. So, jetzt haben wir nur noch 17 Stück. Ja, jetzt ist es vielleicht ein Teich. Dann viel Spaß dabei. So, Toilette ist fertig. Ist auch richtig so. Da gucke ich noch mal hier. Da ist noch einiges zu tun. Also ich habe hier noch die Etage, also Esszimmer. Ich habe eine Poke Mongo-Ladestation gebaut. Ja, hier oben kommt so ein Freizeitbereich hin, wobei, ja, definitiv. Hier mit einer fetten Sitzecke, da mit einer großen Kinoleinwand, besonders für die Champions League-Spiele. Hier wird dann mein privater Wohnbereich, also das unten ist so für Einladungen, wenn man Freunde mal einlädt, sozusagen. Eigentlich sowas wie ein Partykeller ein bisschen, aber nur, dass in meinem Keller was anderes ist. Das Lager nur. Na, habt ihr schon gedacht, ich verrate jetzt, dass da irgendwas Krasses wäre? So, hier mein Schlafbereich und hier habe ich mal eine Tür reingesetzt. Oh, habe ich die eigentlich noch nicht abgeschlossen? Doch. Habe ich. Und ich hatte die auch erst hier oben hingesetzt, aber man kann sich hier durchbuggen.
Sich dann so hinsetzen, an der Tür vorbei. Hä? Ach so, wo ist denn mein Kopf? Lull. Das sieht aus wie ein Skispringer, der so nach vorne geht, ey. Tschüss. Ja, hier oben mache ich das später alles. Erstmal geht es unten um diesen Bereich. Und wir gehen jetzt mal runter. Dann nutzen wir doch direkt hier unseren Sprung. Hallo? Niemand da? Luke zu! Und zwar habe ich hier eine Kiste gemacht. Menge an Wolle für die Fassade. Ja, die wird auf jeden Fall voll. Und hier Beweise der unglaublichen Geschehnisse in meinem Hotel. Was ist da drin? Kotze. Hier hat mir ein Gast alles vollgekotzt. Die haben so viel getrunken. Unglaublich. Oder der Gast. Oder die. Ich sag nicht, wer es war. Da bin ich verschwiegen. Alles leer. Warte mal. Nee, machen wir nicht mehr. Part ist lang genug. Wir sehen uns morgen im nächsten Part. Und übrigens, ja, heute Abend, nicht vergessen, großes Minecraft-Event und zwar Bootsrennen. Morgen übrigens auch Minecraft-Event, 18 Uhr. Was war das? Bilderraten. Und heute Abend das Bootsrennen ist auch 18 Uhr. Wisst ihr Bescheid, da sehen wir uns. Haut darin, bis dahin. Tschüss.